Dann wollen wir mal. Aufnahme läuft. Ich bin nass geschwitzt sein, wenn ich dann nach Hause komme. Wir müssen dann, glaube ich, dann im Verlauf des Tages noch ein bisschen nach Hause. Doch etwas weit weg vom Schachbrett, auch wenn das vom Gucken her recht angenehm ist.
warte mal, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Wieso? Beide meine Läufe stehen auf weiß. Stimmt. Da hast du was falsch gemacht. Das heißt, der darf dann alle sein. Das muss der schwarze gewesen sein. Hat sich von da nach da gezogen. Dann muss ich nochmal neu anfangen. Also wenn du kein Problem damit hast, dann stelle ich einfach klar. Ja, machen wir einfach jetzt. Auch nicht verkehrt. Beantwort eine Drohung mit einer Gegendrohung.
verzwickt aus. Ich weiß auch nicht.
der Wind rauscht dann nicht so irgendwie so störend dann im Video. So. Irgendwo habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, weil du konntest aufholen. Da habe ich einen Fehler gemacht, das habe ich nämlich nicht gesehen. Danke. Was denn? Ach so, gut, du siehst deinen Springer dazwischen. Ja, gut.
Okay, also im Moment. Im Moment bin ich schlecht. Ich habe da auch zu schnell gespielt. Ich muss doch mehr Zeit nehmen und noch mehr darüber nachzudenken. Wenn ich die jetzt in der Rochade machen lassen würde, wo würden die dann stehen? König auf G1 und Turm auf F1. Mann, war ich doof. Ich sehe jetzt gerade noch was, was ich hätte machen können. Oh Mann. Jetzt habe ich mal richtig schlecht gespielt. So leer wie das Brett ist, wäre ich jetzt eigentlich bei 10 Minuten oder so, wenn ich jetzt richtig gedacht hätte.
nicht, ich habe das selbst gar nicht gesehen. Ehrlich nicht, ich habe nur gedacht, ach, ich bedrohe mal den Läufer. Aha, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Verhext. Total verhext. Shit. So verhext. Hätte mein Springer einfach ungestraft schlagen können. War der Schutz vom Bauern so wichtig? Hä? War überhaupt gerade jemand in Reichweite mit dem Springer? Zack. Na gut, jetzt ist zu spät. Ach so, das, ja. Ja, das hätte ich machen sollen. Ja. Das hätte ich machen sollen. Spiele ich schlecht gerade. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann eigentlich auch aufgeben. Ich war schon wieder so fixiert, deinen Turm anzugreifen, darauf fixiert, deinen Turm anzugreifen. Du kannst mich jetzt... Du, beim Schach ist das Spiel erst zu Ende, wenn der König nichts mehr machen kann. Ja, aber irgendwann weiß man einfach, dass man nicht mehr gewinnen kann. Das macht ja keinen Sinn mehr weiterzuspielen. Denk doch an diesen Meisterschachspieler, der seinen Gegner aus Versehen ins Papp gesetzt hat. Ich finde das Spiel ist es, ich finde Schach ist es wert, bis zum letzten Zug gespielt zu werden. Es ist nicht so wie in Alarmstufe Rot, wenn du nur noch eine Kaserne hast und der Gegner kommt dir eine komplette Basis. Mit nur einem Turm nicht mehr besiegen. Das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Du hast sogar mehr Bauern. Du hast doppelt so viele Bauern wie ich. Nein, technisch habe ich schon verloren. Nur noch eine Frage der Zeit.
nein. Du hast doch meinen Bauern angegriffen. Das ist furchtbar. Also angenommen, warte mal, ich hätte den schon gar nicht dahinstellen dürfen, glaube ich. Dann hast du da wirklich? Einen der Bauern hättest du platt machen können, ich weiß. Nein, du standst doch schon bevor ich da hingezogen bin, stand der schon da. Wo stand der? Hier. Der stand da. Genau. Ich hätte meinen König wegziehen müssen. Du hättest den hier gemacht. Ich hätte eigentlich das hier machen müssen. Dann hättest du genommen und naja, das Spiel dann noch weitergegangen. Dann vielleicht der da. Dann du vielleicht. Nee. Erstmal Bütchen Turm. Genau, dann der da, dann ich den, dann du den, dann ich den, dann du den, dann ich den, dann du den da. Oder vielleicht sogar den? Eher den. Dann ich den hier, dann du den hier. Ach, was soll ich das jetzt überhaupt? Dann ich den hier, dann du den, dann ich, gefährlich, ich den hier, du den hier, ich den hier, warte, der hier. Ne, der Turm wäre jetzt geschlagen worden. Oh, okay, zurück, stimmt. Dahin. So wird das nichts. Ich hätte irgendwo meinen Springer nachher noch hergeholt. Warte mal, mit den zwei Türmen. Dahin. Ja gut, weil ich dann immer, wenn der Bauer nicht wäre, dann würde es gehen. Vielleicht hätte ich immer in Reichweite von, weil ich immer sofort in Reichweite von einem deiner Türme komme. Mit dem Turm oder vielleicht sogar mit dem König. Nun, angenommen, die Figuren würden so stehen. Nee, so geht's nicht. Angenommen, die Figuren würden so stehen, dann könnte ich mit dem Turm den anderen decken und du würdest entweder mit dem Bauern ziehen müssen oder du ziehst den König sonst wo hin. Wenn du mit dem König irgendwo hingezogen wärst, dann hätte ich anschließend vielleicht irgendwas gemacht. Vielleicht hätte ich mich auch erstmal um die Bauern gekümmert, die in aller Ruhe aufgeräumt, den Springer in die Nähe gebracht, weil die können ja fliehen, die können immer fliehen von dem Kind. Ja, ja. Ja, du siehst. Und wir hatten noch genug Zeit. Ja, ich habe viel zu schnell gespielt. Am Anfang war ich noch überlegen, habe ich angefangen, nicht mehr lange genug über die Fliege nachzudenken. Aber weißt du was? Ich hätte auch einmal beinahe diesen Fehler gemacht. Als nämlich dein Läufer hier stand, hatte ich meinen Läufer hier, die standen sich so gegenüber. Und ich hatte schon im Sinn, mit dem Läufer in dieses Zentrum anzugreifen. Dann wäre genau dasselbe passiert. Oh, wie viele Fehler ich gemacht habe, ey, unfassbar. Ja, so ist das. Nein. Will ich es nicht sagen? Doch, aber wir müssen das ganze Brett drehen. Ach so. Ist doch typisch. Ich habe einen auf der Arbeit, der muss sich jetzt immer François nennen lassen.